Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchila und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute so ein kleines Paragon-Kisten-Opening betreiben. Und zwar habe ich mir dafür schon ein paar Kisten zusammengefahren. Ich habe nämlich insgesamt drei Kisten im Inventar und dann habe ich noch zwei Kisten theoretisch in der Pipeline. Denn ich habe das diesmal ein bisschen anders gebastelt. Und zwar habe ich mir hier Kisten mit Ersatzteilen gefarmt und zwar eine ganze Menge. Ich habe hier insgesamt 100, über 150 Kisten gehabt. Ihr seht, ein paar habe ich schon in Roof-Tokens umgewandelt. Habt dann aber gesehen, das Umwandeln und das Einsetzen würde ein bisschen lang dauern und wird das Opening ein bisschen langweilig machen. Deswegen wollte ich es euch jetzt am Anfang zeigen und dieses Einlösen, das cutte ich dann zwischendrin raus. Ich denke mal, das müssen wir uns nicht geben. Euch interessiert eher, ob ich was aus den Kisten rausziehe. Vielleicht so die kleine Zwischeninfo, wo habe ich mir jetzt so viele von den Kisten gefarmt? Und zwar gibt es hier unten ja diesen Punkt, wo Elite-Mobs sind. Dort kann man ganz gut die zusammenziehen, weckerehen und theoretisch kann man sich da ohne irgendwelche Beschränkungen und endlich Ruf zusammenfarmen. Man muss halt einfach nur jeweils 250 von diesen Spare Parts, also von diesen Ersatzteilen zusammenbekommen, kann dann dementsprechend einmal hier so eine Kiste bauen bei unserem netten Pascal. Und wenn man das Rezept aus der Paragon-Kiste von Mechagon schon hat, so wie ich das habe, kann man sich den dementsprechend hier das Ruf-Token bauen, das ja, 100 Ruf bringt. Heißt, wenn man von den 100 Kisten quasi hat, hat man eine Paragon-Kiste wieder zusammen. Und ich habe hier über 100 zusammen, beziehungsweise ich habe mir noch einen Event-Buff geholt, der mir nochmal extra Ruf bringt. Da geht aber auch ein anderer Event-Buff, wie zum Beispiel vom Dunkelmond-Jahrmarkt. Also man kann sich da theoretisch auch ein bisschen aushelfen. Und ich würde sagen, wir skippen jetzt vorwärts, bis ich alle eingesetzt habe. Das wird wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten dauern bei über 100 Kisten. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, das hat jetzt echt lange gedauert. Ich habe meine ganzen Token eingetauscht. Ich kann euch das mal zeigen. Haben wir es denn? Viele, viele, viele Token. Und ich bin jetzt schlussendlich kurz dabei oder kurz davor, hier auf 20.000 zu kommen, also noch zwei Kisten extra zu haben. Ein paar habe ich noch, dass ich das cappen kann, aber auf 2.000 an sich kommt man nicht, also auf 20.000 kommt man nicht, da alles, was man dann weiterdrückt, quasi ist verschwendet. Deswegen mache ich das jetzt an der Stelle nicht. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, Kisten aufzumachen und starten da mal bei der 7. Legion durch. Da war abzusehen, dass nichts drin war. Und jetzt wird spannend bei den Anquanern. Ich hoffe, ich kriege endlich meine Legendary Essence. Ist da nix? Okay. Dann machen wir die erste Rostbolzenkiste auf. Oh, war ja. Ich ahne Böses. So, ich kriege jetzt einen Haufen Artefakt-Power, die nichts bringt, weil ich am Artefakt-Power-Cap bin. Schauen wir mal. Alter. Ich habe mir das schon so vorgestellt. Also, zweite Dingkiste war auch nix. Es drückt mir die Daumen, dass ich nicht alles umsonst gefarmt. Also, das wird mich jetzt ärgern. Ich habe jetzt etliche Stunden diese Tokens gefarmt, ne? Wenn das jetzt alles umsonst gewesen wäre, das wär sehr bitter. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Erfordert Herzkammer. Okay, ich habe nicht umsonst gefarmt. Welche habe ich denn jetzt gekriegt? Nullifikationsdynamo. Oh fuck, es ist die falsche. Oh nein, oder? Lass es jetzt. Das ist nicht die Tank-Ding, oder? Ach doch, verstärkt die Nullifikationsbeere. Das ist doch die Tank-Ding. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte mir, ich habe jetzt die falsche gekriegt, ne? Also brauche ich jetzt eigentlich Mechagon nicht mehr Hardcore farmen. Und ich habe auch nicht so viel gefarmt tatsächlich, weil ich es jetzt in der letzten rausgekriegt habe. Also es waren jetzt einige Stunden, die ich da gefarmt habe. Das waren jetzt über 40.000 Parts, also Ersatzteile. Dementsprechend war ich da jetzt schon eine Weile dran. Jetzt muss ich dann noch Nasirtar Hardcore grinden, dass ich die Essenz krieg. Wir werden jetzt die nur einsetzen. Jetzt gucken wir mal. Mir fehlen nämlich noch, Stand jetzt, 4 Essenzen. Mit der müssten es dann nur noch 3 sein. Jetzt gucken wir mal. Und zwar hier. Die ziehen wir jetzt mal raus. Und zwar seht ihr, ja genau, 4 sind es noch und jetzt mit dem sind es dann nur noch 3. Und das ist auch die letzte, die ich quasi immer drin habe, die jetzt auch noch legendär wird. Weiß gar nicht, was hatten die jetzt für einen cooleren? Jawohl, das sehe ich nicht, ne, wenn ich es jetzt nicht als aktive mit reinmache. Vielleicht sieht das Schild jetzt auch cooler aus. Das kommt ja alle paar Sekunden, kommt ja hier so ein Schild.
Aber es sieht jetzt nicht wirklich cooler aus. Wahrscheinlich nur die aktive Fähigkeit. Genau. Jetzt gucken wir mal, was ich jetzt noch brauche. Beziehungsweise will ich jetzt auf Legendär habe. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe ich jetzt auf Legendär. Und 3 fehlen noch. Das ist einmal hier aus den anderen Vorräten. Aus denen von Nasjatha, ne? Ist quasi das hier noch. Mal gucken, wann ich da mal Glück haben werde. Heißt, wahrscheinlich gibt es jetzt auch ein bisschen kleinere Openings, wahrscheinlich schon zwei oder drei Kisten, weil ich jetzt auch nur noch die von Nasjatha übrig habe, die ich großartig farmen werde. Und das andere ist von Scharamytik, da sind wir ja schon dran. P3, sind wir am rumwipen, mal gucken. Vielleicht, wenn das Video raus ist, vielleicht haben wir es schon down. Mal gucken, ja, das ist ja immer ein bisschen nach hinten raus verzögert. Und dann fehlt mir die PvP-Sense noch, aber da musste im höherrangigen PvP spielen. Das werde ich am Ende der Season machen. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja noch alle auf Legendary zusammen. Ja, vor 8.3 wäre natürlich schön. Schauen wir mal. Random ist natürlich das hier, ob ich aus der Kiste quasi aus Nasjatha alles rauskriege. Das andere sind halt Skill- und Können-Sachen. Und das kann man beeinflussen. Das Glück. Leider nicht sonderlich gut. Okay, das war's mit dem Video. Mich freut es natürlich, dass ich eine Essenz rausbekommen habe. Und ja, schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie es bei euch aussieht. Seid ihr auch an den Essenzen dran oder interessiert euch das gar nicht? Beziehungsweise wie viel Tries habt ihr schon drauf? Das wird mich natürlich brennend interessieren, dass ich so ein bisschen abschätzen kann. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.